Star Wars Rebels endete mit der vierten Staffel. Eine fünfte gab es leider nie. Dabei ist die Geschichte von den Protagonisten der Serie noch nicht zu Ende erzählt. Könnte sich das mit der Live-Action-Ahsoka-Serie ändern? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Star Wars Fans und willkommen zu den Todesstern News. Nachdem Ahsoka Tano in Mandalorian Staffel 2 in der Folge Die Jedi auftauchte, gab es viele Spekulationen, ob und wie sie nochmal auftauchen könnte. Kurz nach dem Erscheinen der Folge wurde unter anderem auch die Ahsoka-Serie angekündigt. Aber wie kommt man darauf, dass in dieser Serie Rebels-Charaktere auftauchen werden? Schauen wir uns mal das Ende von Rebels an. Ezra und Thrawn werden von den Purgil-Weltraumwahlen durch den Hyperraum geschossen. Sie landen an einem uns unbekannten Ort, aber Dave Filoni hat eins verraten. Sowohl Ezra als auch Thrawn haben überlebt. In den letzten Szenen der Serie sehen wir, wie Ahsoka und Sabine noch nach Star Wars 6 Ezra suchen. Das Ende bleibt offen. Kommen wir zu The Mandalorian. Im 13. Kapitel sucht Ahsoka nach Großadmiral Thrawn. Daraus kann man schließen, dass sie auch nach Ezra sucht. Die beiden müssten zumindest zeitlich kurz nach dem Staffelfinale am gleichen Ort sein. Mit der Erwähnung Thrawns wurde eine Storyline angefangen, welche noch fortgeführt werden muss. Und höchstwahrscheinlich wird das in der Ahsoka-Serie passieren. Ein weiterer Hinweis sind Tweets des Schauspielers Rahul Kohli. Kurz gefasst, er trollte das Internet mit Tweets und Bildern, in welchen er sich mit Ezra Bridger verglich. Lange wurde vermutet, dass er für die Rolle gecastet wurde. Allerdings gab er anschließend zu, dass er sich nur einen Spaß erlaubt hatte. Er sagte aber auch, dass er tatsächlich von einem Casting-Call für Ezra gehört hatte. Dies ist natürlich nur ein Gerücht. Aber kombiniert mit Ahsokas Suche nach Thrawn, halte ich es für wahrscheinlich, dass Ezra zurückkehren wird. Mich persönlich würde das sehr freuen, da wir ja leider wahrscheinlich keinen Rebels-Sequel bekommen werden. Und wenn Ezra vorkommt, könnten wir vielleicht auch noch andere Rebels-Charaktere zu sehen bekommen. Aber wie seht ihr das? Wären Live-Action Ezra und Co. cool? Oder sollten sie animiert bleiben? Sollte Rebels fortgesetzt werden? Schreibt es mir in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit euch sein.